Hallo Leute, so, ich wollte euch kurz noch was sagen. Und zwar, ich habe es wahrscheinlich noch nicht in den Videos gesagt, in den Gameplay-Videos. Und zwar, wir bekommen wirklich eine neue Map, neues Kapitel nach dieser Season. Und soweit ich mitbekommen habe, also es wurde zwar geschrieben, dass am 6. und 7. so eine Art schwarzes Loch wiederkommt und dass wir am 8. dann halt die neue Season bekommen. So war das gedacht. Weiß nicht. Also, wir haben jetzt Naruto drin. Da bin ich gerade sehr happy drüber. Und dann kriegen wir eine neue Map. Oh, das ist schön. Das ist wirklich schön. Und es gibt eine Neuigkeit auch für Rette die Welt. Und zwar tritt das heute irgendwann, glaube ich, um 15 Uhr in Kraft. Wenn ihr in Rette die Welt Mission abschließt, dann kriegt ihr ja unten, wird ja, was weiß ich, Max-Level oder Level 1 seid ihr da. Wird hier immer so eine Linie durchgezogen, dass ihr gerade ein Level aufgestiegen seid. Jetzt haben die es so gemacht, dass wenn man dort EP bekommt, dass man diese EP, also sind ja in-game, sind das ja diese Medaillen oder so, wenn man viele davon sammelt, wenn man Gegner und so killt und so, wird das ja alles addiert für diese Summe unten. So, jetzt haben die es so gemacht, dass man diese EP auch für Battle Royale bekommt. Das heißt, ihr könnt dadurch euren Battle Pass auch nochmal leveln. Das heißt, man hat quasi doppeltes Glück, sag ich mal. Sowas gab es noch nie. Das heißt, wenn ihr Rette die Welt gerade spielt, kriegt ihr für Battle Royale XP. Das ist doch obergeil, also. Das ist geil, das ist richtig geil gemacht. Zwar, ja, lohnt sich wahrscheinlich jetzt gerade nicht mehr so, weil einige wahrscheinlich schon ausgelevelt sind und sich alle Stile und so vom Battle Pass geholt haben. Aber für die kommenden nächsten Seasons wird das richtig geil, muss ich sagen. Da würde ich, sag ich mal, mehr Rette die Welt auch mehr spielen. Im Moment ist ja tote Hose, aber dadurch, dass man auch seinen Battle Pass dadurch erhöhen kann, also finde ich mega geil, muss ich sagen. Finde ich sehr gut. Muss man nicht immer auf Battle Royale zugreifen, wenn du den Battle Pass leveln willst. Das kannst du jetzt auch in Rette die Welt machen. Sehr, sehr nice. Also ich bin wirklich froh, dass man sowas eingeführt hat. Echt. Da zieht man vielleicht Rette die Welt noch mehr an, Rette die Welt eher zu spielen, als dann jetzt nicht unbedingt wieder Battle Royale zu gehen. Oh, jetzt muss ich wieder rein. Werd gekillt, kriegt man EP nicht. Und dann gehst du in Rette die Welt. Da wirst du, hast du Missionen, wo du so oft sterben kannst, wie du willst, kriegst die EP trotzdem. Das ist sehr, sehr geil.